mach das mal so, dass jetzt... Ich hätte das eigentlich ganz gerne so, dass die eine Fabrik hier zwei von den Dingern hier befüllen kann, damit wir schneller Schwefelsäure herstellen können. Aber ich denke, eins reicht, auch wenn wir jetzt schon damit anfangen. Okay, dann geht es nur um das Wasser. Wir hätten denn gerne... Machen wir hier. Ah, das ist zu sehr im Weg mit dem Ding da. Okay, dahin. Du bekommst dann von da gleich Schwefel. Hier unten können wir noch einen Schwefelabnehmer machen für eventuelle Explosivdinger. Und Wasser. Wasser braucht einfach eine neue Pumpe und noch eine neue Maschine. Das ist wirklich ein wenig lästig. Ich glaube, ich lege das mal weiter nach vorne. Mache dann einfach hier noch eine Abzweigung. So. Und ich kann jetzt nicht dich so machen und nach da, ne? Ne, weil hier schon unterirdisch ist. Okay. Dann musst du von da nach... das Wasser muss da oben. Achso, wir haben ein ganz anderes Rezept. Wie ist das Rezept für die Schwefelsäure? Wo muss das Wasser rein? Einfach irgendwo links. Das ist super. Dann mach mal hier das Wasser rein. Schwefel bekommst du auch. Oh ne, du brauchst ein längeres Ärmchen. So. Genau. Und dann brauchen wir noch Eisenplatten. Da brauchen wir jetzt eine Stahlkiste. Das wird später so ein Job sein, den die Roboter machen. Die eine Kiste hier einfach immer nur mit Eisenplatten zu befüllen. Weil ich nicht wirklich motiviert bin, einen Fließband von hier unten nach da oben zu ziehen, nur für Eisenplatten. Müssen wir dann später gucken. So, du... Da. So, du produzierst jetzt Schwefelsäure. Schwefelsäure leiten wir mal gleich nach unten weiter. Und zwar hier so hin. Da kommen jetzt die Tanks für die Schwefelsäure. Also, erstmal bitte neue Strommaste. Da. So. So. Und hier bräuchten wir theoretisch wieder einen unterirdischen, einen hoch, damit man da zwischendurch wuseln kann, wenn man es denn möchte. Und wir haben keine Eisenplatten. Okay, gib mir ein paar von den Eisenplatten zurück. Ich glaube sogar ein paar mehr. Behalt mal die. Bau einen davon, schmeiß den Rest wieder rein. So, da wieder raus. Und darum. So. Hier müsste sich jetzt Schwefelsäure ansammeln, wenn Wasser kommen würde. Warum kommt kein Wasser? 61. Oh, da fehlt noch ein Rohrenstück, okay. So. Ja, und schon fängt alles an zu arbeiten. Sehr gut. Schwefelsäure staut sich und wird nach und nach produziert. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Abnehmer für Petroleumgas. Wir haben einen Abnehmer für das Leichtöl, was sich auch langsam staut. Und Schweröl sammelt sich. Deswegen mache ich hier lieber auch nochmal keinen Stahl. Und ich glaube, ich gehe jetzt gleich nach unten, hole mir ganz viele Fließbänder. Und mach doch die Verbindung nach unten mit den Fließbändern. Damit wir die Kohle nicht verbrauchen, sondern dass wir Plastik benutzen können. Wobei ich trotzdem oben das Feld später auch noch abbauen werde, aber trotzdem. Weil noch ein Vorteil von den Brennstoffblöcken ist, dass sie mehr Leistung bringen. Und da in die Dinger immer nur 5 Stück eingelagert werden, halten 5 Brennstoffblöcke länger als 5 Stück Kohle. Und das sieht eh nicht so gut aus hier. Irgendwie... Achso, ja, ich muss hier immer von Hand nachfüllen. Das vergesse ich immer wieder. Das wollte ich doch tun. Ich habe es wieder vergessen. Gib mir die Kohle. Ja, aber jetzt hat sich das eh erledigt. Ich werde das nicht unten anbinden, die Kohle, sondern ich werde es anders machen. Ich werde halt die Brennstoffblöcke von oben anbinden. Und die Kohle, die da unten jetzt noch abgebaut wird, die benutzen wir für die Plastikherstellung später. Also ich brauche ganz viele Fließbänder.
Das sind viel zu wenig. Gib mir mehr. Dann hätte ich noch gerne Eisen. Die Eisenkiste da muss weg. Weil ich habe jetzt hier gerade eine Eisenkiste, wo ich Eisen einlager. Und ich habe hier oben eine Eisenkiste, wo ich Eisen auslager. Das ist ein wenig, habe ich doch, oder? Ja, hier. Das war ein wenig sinnfrei. Aber gut. Bau mehr davon. Und Plastikherstellung ist fertig. Sehr gut. Ich hätte gerne keine lila Sachen, nein. Ich hätte gerne schnelle Fließbänder. Da, die gehen auch recht schnell zu erforschen. Rote Träge kommen, aber langsam. Bau mal hier im Inventar. Wow, ich brauche mehr Stein. Wir haben ein Steinproblem. Warte mal, wir hatten noch hier unten irgendwo bei dem Wasserzeug ganz viel Stein. Wo ist das? Da oben. Dann stelle ich einfach im Inventar mal 200 rote Tränke her, damit es da nicht zu Engpässen kommt. 1,1 gar, genau. Gib mir. Wow, ganz viele rote Tränke. Und hol Stahl und die Kohle müsste ich eigentlich irgendwo einlagern. Könnte ich oben schon mal. Jetzt, wo wir Plastik herstellen können, sollten wir damit auch relativ schnell anfangen. Damit wir möglichst schnell zu den roten Chips kommen. So, und du dürftest gleich aufhören zu arbeiten. Je nachdem, wie viel Stahlträger man hier drin haben kann. Und dann geht der Stahl hier vorbei, solange bis der hier voll ist. Und dann kommt hier unten auch wieder was an. Und du bekommst... So, schön. Wir brauchen hier Ärmchen für grüne Tränke, für Zeug und so, ne? Braucht noch jemand Stahl? Eisen? Ja. So, okay. Haben wir. Rote Tränke kann ich schon mal ein paar hier reinschmeißen. Da. Zip. Zip. Grüne fehlen jetzt auch noch. Ja, alles kann ich nicht machen, Jungs. Müsst ihr schon irgendwie hinbekommen. Achso, Stahl wollte ich wieder klauen, ne? Der ist jetzt ein bisschen doof. Aber es muss sein. Das heißt, jetzt werden oben wieder Platten weggemobst. Eigentlich hätte ich gerne nur Stahl. Die Chips können ruhig da liegen bleiben. Strohprobleme? Oh nö, was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, okay. Ich habe nicht schnell genug die Brennstoffzellen angeschlossen. Das heißt, hier brennen. Achso, die untere muss ich füttern, weil die oberen zu füttern bringt gar nichts. Weil die auf das Wasser warten von der Fabrik, die keinen Strom hat. So. Okay, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Gekommen. Sehr gut. Alle arbeiten. Alles gut. Schön. So, hoch, Brennstoffzellen holen, runterlaufen. Alle Brennstoffzellen in die Kiste hammern. Und aus der Kiste eine Stahlkiste machen. Ja. Schwefelsäure sammelt sich, das ist okay. Du bist schon eine Stahlkiste, ne? Ja, ganz viele Brennstoffzellen, sehr schön. Und eigentlich wollte ich jetzt ja schon Plastik herstellen, ne? Ja. Plastikherstellung vor oder nach den Schwefelsäure-Tanks? Danach, ne? Okay, dann bräuchte ich auch noch ganz viele davon. Damit wir hier das Muster weiterbauen können. Und wir hatten hier sogar Stein. Ich hatte doch vor kurzem gemerkt, ich brauche jetzt einen Stein und bin ganz runtergelaufen mit fünffach Geschwindigkeit. Da wäre ein Minifeld Stein gewesen. Okay, und hier auch noch eins. Und da auch noch eins. Lalala. Ihr braucht auch bald wieder Kohle, ja. Alle wollen Kohle. Da, gib mir Kohle, kriegst Brennstoffzellen. Okay, so, die ganzen Steine... Die könnte ich mal
hier hinpacken. Und ein Teil direkt hier rein. So, wegen Ziegel und so für mehr Mauern. Mauer. Gut, also kurz innehalten. Wir brauchen jetzt für oben, für die Plastikgewinnung, die Kohle. Ich wollte ganz viele Fließbänder machen, um die Blöcke hier nach unten zu bringen. Das heißt, ich sollte jedes Mal, wenn ich hier unten bin, Fließbänder einsacken. So. Also Fließbänder von oben nach unten. Für die Brennstoffzellen. Plastikproduktion oben braucht Kohle und Schwefelsäure. Nein, Petroleumgas. Kohle und Petroleumgas. Wofür brauche ich die Schwefelsäure? Für Batterien. Batterien brauchen allerdings auch Eisenplatten und Kupferplatten. Das könnte interessant werden. Und die daraus hergestellten Batterien brauchen wir für die blauen Tränke. Die blauen Tränke brauchen zwei Plastikbarren und eine Batterie. Das ist garstig. Aber okay, wir haben jetzt schnelle Fließbänder, das ist sehr gut. Die brauchen auch kein Plastiköl, irgendwas Gedöns. Das ist noch viel besser. Engines. Wir hatten schon mal gesehen. Was brauchen die besseren? Basic Item Exit. Was zur Hölle bist du? Wir hatten schon mal gesehen, dass wir rote Engines brauchten für irgendwas. Das heißt, wir sollten vielleicht die normalen Engines demnächst erforschen. Laser. Ja, gib mir Lasertürme. Lasertürme sind sehr wichtig. So, die werden gebaut. Also Petroleumgas, Kupferplatten, Eisenplatten haben wir alles dabei. Ist okay. Und die Brennstoffzellen wandern schön im Kreis. Sehr gut. Hoch. Die Dinger haben noch nie geschossen, ist okay. Strommast. Gib her. Da. So, also. Hier Schwefelsäure für die Batterien. Ding. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht alles brauchen, fällt mir gerade so auf. Wir brauchen jetzt eine Chemiefabrik für... Können wir ruhig hier hinpappen. Die stellt jetzt Plastik her. Plastik. Die brauche ich hier und... Ja, ich brauche schon wieder neue Rohre. Einen davon. Komm, bau zuerst das und dann die anderen Rohre, dann wird das... Genau. Da runter, da hoch. Zack. Dann brauchst du jetzt eine Kiste, die später eine Requester Chest sein wird, weil das auch einer der wenigen Jobs für die Roboter ist. Und da kommt jetzt die ganze Kohle rein. Zack. So, und die hergestellten Plastikbarren, die sollten auch runter. Kann man ja verbinden. Also wir können auf der linken Seite die Plastikbarren machen, auf der rechten Seite Brennstoffzellen und die Batterien müssten auch runter. Okay. Haben wir noch irgendein Produkt von hier oben, das runter müsste? Rote Engines eventuell. Also ich sehe schon, wir brauchen wieder so eine Lebenslinie, die von hier oben nach ganz unten führt. Die fangen wir jetzt einfach mal an. Und zwar hier. Das wird irre viel Fließbänder brauchen. Aber okay, haben wir ja und so. Und dann geht das dadurch da irgendwo runter und kommt dann hier irgendwo raus. Ja, okay. Erstmal ist es nur wichtig, dass es nach unten transportiert wird. Von da unten könnte es hier immer noch theoretisch von Hand abnehmen. Das spart mir halt einen recht langen Laufweg. Ich sollte nicht entgegen der Fließbandrichtung laufen. Das geht sogar auf, sehr schön. Also du... Hab hier dein Ärmchen. Und leg das da drauf. Und hab nicht mehr die komische Kiste da. So, das ist das eine. Plastik. Plastik ist das andere. Du nimmst jetzt ein Ärmchen.
Holst das da raus. Legst es auf ein Fließband. Bringst das dahin. Bringst es unterirdisch. Dahinter. Yeah. Ja, kannst einfach direkt darauf zulaufen. So, dann bist du auf der linken Seite, Brennstoffzelle auf der rechten Seite. Ting, 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 ting. Sehr gut. Das Ganze jetzt nochmal für die Batterien. Die müssen dann hinten rum raufgelegt werden, aber ist nicht schlimm. Also, hier kommt das Zeug raus. Wir machen einen kleinen Abstand, damit wir eventuell noch andere Abnehmer anschließen können. Und dann brauchen wir nochmal wieder so ein Untergrundding. Was? Noch ein Untergrund. Achso, da unten ist Deck. Da runter, da hoch. Und da die nächste Chemiefabrik hin. Chemiefabrik. Da, Chemiefabrik. Braucht eine Weile, okay. Chemiefabrik hier hin. Wir können schon mal die. Ich brauche Eisenkisten. Also eine Eisenkiste hier irgendwo, eine Eisenkiste da irgendwo. Du hier, du stellst bitte her Batterien. Du brauchst immer noch keine Schwefelsäure. Wo zum Geier ist jetzt die Schwefelsäure für, wenn wir das nicht mehr für Batterien brauchen? Oder habe ich mich gerade verguckt? Batterien. Doch, Schwefelsäure, okay. Dachte schon was. So, du da. Kiste, Kiste. Auch beide später Requester-Chests. Eine mit 400 Eisen, eine mit 400 Kupfer. Du stellst her Batterien. Zack. Und Laserforschung. Dann erforsch doch bitte mal Laser-Turrets. Jo, jo, jo. Was haben wir hier? Laser-Turret. Silver-Ruby-Laser-Turret. Gold Ruby Laser Turret. Okay. Energieverbrauch 600 Kilowatt, die allerersten. 130, 165. Ja, gut. Also mit den Türmen werden wir auseinandersetzen müssen. Welche wann wohin kommen. Also die Standardtürme klingen schon mal sehr schlecht. Das heißt, wir müssten demnächst anfangen, die Kristalle abzubauen, um bessere Türme zu bekommen. Ja, also ich mache mir immer noch am meisten Sorgen um das Eisen. Wir haben zwar hier das eine Mini-Feld noch. Und da ein Mini-Mini-Mini-Feld. Aber das war's dann. Was wir theoretisch machen könnten, wir könnten eine Brücke bauen hier rüber. Dann würden wir es aber dem Feind vom Westen her einfacher machen, zu uns zu kommen. Und ich sehe hier auch nicht direkt irgendwo ein schön leicht erreichbares Eisenfeld. Ja. Das da. Das wäre noch relativ nah dran, aber Basis, ne? Oder das da ist zu garstig. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spawner. Das können wir später machen, wenn wir MK2-Rüstung haben und so ein Gedöns. Ja, es wird auf jeden Fall eine richtige Herausforderung, das alles hier richtig hinzubekommen. Also Außenposten bauen ist ein Muss. Diesmal nicht für Öl, sondern primär für Eisen. Das heißt, wir könnten eventuell ein bisschen hier versuchen rumzuschlängeln. Also nicht direkt zu den Basen zu laufen, sondern außenrum einfach die Welt aufzudecken und gucken, ob wir irgendwo ein großes Eisenfeld finden, wo keine Monster in der Nähe sind. Und dann legen wir halt Schlangenlinien, Bahnschienen dahin. Und hoffen dann das Beste. Oder wir bauen einfach eine komplette zweite Basis auf. Und dann bringe ich das Zeug hin und her. Mit dem Inventar voll Eisenplatten. Einmal alle 10 Folgen oder so. Das wäre dann wahrscheinlich die Ultra-Notfalllösung. Ja, aber mal gucken. Für nächste Folge auf jeden Fall Batterienproduktion hier hinten anschließen. Die Brennstoffzellen an den Kreislauf da unten anschließen, damit ich mir um den Strom nicht mehr so viel Sorgen machen muss. Und dann hellblaue Tränke anfangen und Lasertürme. Also bis gleich.